So, ein herzliches Willkommen. Wir haben heute den neunten öffentlichen WOL-Zirkel. Und in diesem neunten Zirkel, der ist so überschrieben mit der Idee, mehr von den eigenen Gedanken sichtbar zu machen. Und wir sollen heute intensiv nach Jetzt schwankt ständig das Netz. Normalerweise sind diese Balken da rot. Antje, du bist noch da, klar. Moment, wir hören dich. Vielleicht können wir. Nee, die grün sind gar nicht vorhanden. Also So. Ja, Entschuldigung, aber jetzt nochmal. Wir sollen heute auch Ressourcen fürs eigene Ziel intensiv suchen, dafür auch Internetrecherchen machen und wir sollen anschließend nochmal so unsere Learnings zusammenstellen und darüber reden wir nachher so ein bisschen. Da gibt es eine schöne Geschichte, die wir auch noch wiedergeben werden. Aber fangen wir wieder an mit dem Check-in. Also jeder kurz berichten, was so in der letzten Woche, beziehungsweise bei uns sind es ja 2 Wochen jetzt, wir haben beim letzten Mal ja ausgesetzt, so passiert ist und was jeder so berichten kann. Fangen wir mit dir an, Simon. ja, kann ich gerne machen. Also bei mir war das Highlight, ich habe mein Konzept mal jemandem vorgestellt, der sich mit Organisationsentwicklung sehr gut auskennt. Und es gibt ja sehr viel so Ansätze wie Wirakey und Dual Operating System und so weiter. Und der hat gesagt, Mensch, das mit diesen Apps, also mit dieser Idee, die Organisation als fixes System und Apps als flexibler Layer oben drüber, das macht McKinsey auch. Und er hat mir da zwei Links geschickt und vor allen Dingen auch gezeigt, wie sie das intern bei sich in einem Konzern schon machen, mit so Einheiten mit 200, 300 Leuten. Und da hat mich auf dieses ganze Themenfeld Ambidextrie und grüne und blaue Organisation gestoßen. Und quasi von McKinsey auch genau diese Visualisierung mit dem Smartphone und den Apps obendrauf. Also da habe ich dann meine Zeit sozusagen darauf verwendet, mich da mal tief reinzubohren. Da gibt es auch ganz coole Cases von der Ingbank zum Beispiel aus Holland, wie die sozusagen ihre Transformation mittreiben. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil ja auf der einen Seite, sagen wir mal, Player wie McKinsey ja eher auch die Brandstifter sind, also die mit so Sachen wie Business Process Reengineering und Downsizing natürlich auch für viele Probleme, die wir heute haben, mit verantwortlich sind. Auf der anderen Seite man halt auch die Erfahrung macht, wenn man mit hohen Führungskräften spricht, ne, so Enterprise 2.0 konnte man das schön sehen, so ein Zitat McKinsey sagt mit einer Studie, so dieses typische 30% Effizienzgewinn durch Vernetzung überall auch funktioniert. Also da könnte mich dann heute mal vielleicht, wenn wir ein bisschen Zeit haben, euer Feedback interessieren, ob das eher sinnvoll ist, sowas als Quelle damit reinzunehmen, als Argumentation, oder ob es eher schädlich ist. Ja, schönen Dank, Harald. Ja, also für mich war es besonders spannend jetzt in den letzten 2 Wochen. Erstens, ich hatte ein bisschen mehr Zeit jetzt dadurch. Dieses Konzept, also bei mir geht es ja um Leadership Engagement und eben jetzt mit der Herangehensweise über Assistenzfunktionen da direkt heranzugehen. Ich habe mir die Zeit zwischendurch genommen, mit dem einen oder anderen direkt mal in Kontakt zu kommen und da ja einfach da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wie sieht denn der Tagesablauf aus und wo im Tagesablauf könnte man das reinbauen? Das Spannende ist, es geht auch relativ nah an das ran, Simon, was du gerade gesagt hast, weil wir natürlich auch jetzt in diesem Projekt speziell bei uns da Hilfe suchen wollen. Und die Hilfe suchen wir uns natürlich auf der einen Seite bei, genau wie du es sagst, bei denen, auf die unsere Führungskräfte hören, nämlich die bekannten Marken. Und gleichzeitig stellen wir aber fest, dass genau die eigentlich, ich sage jetzt mal, sehr, sehr methodisch vorgehen. Bekannt ist klar. Aber diese Methoden eigentlich noch nicht richtig weiterentwickelt sind in das, was wir eigentlich heute wollen oder wo es hingehen soll. Das heißt also, wenn wir jetzt auf eine Führungskraft stoßen, ich hatte genau diese zwei Fälle. Der eine, der sagt, okay, wenn da McKinsey oder wenn da irgendeine andere, also da kann man ja auch Deloitte und Accenture, wie die alle heißen, nehmen. Da gibt es ja eine relativ große Bandbreite, die bekannt sind und auf die man sich scheinbar im oberen Management recht gut verlässt. Da kann man da punkten, weil die sagen, okay, wenn die das getestet haben, so ungefähr, dann glaube ich das. Und es gibt genau das Gegenteil davon. Es sind Führungskräfte, die sagen, Moment mal, wir sind doch hier in einem ganz anderen
in einer ganz anderen Zeit unterwegs jetzt. Wenn ein, jetzt mag ich keine Namen nennen, aber irgendeiner von den Großen sagt, so und so geht's, dann ist es sicher die falsche Methode. Aha. Weil die haben einfach den Mindset noch nicht, weil deren Businessmodell einfach ein völlig anderes ist, was eigentlich für Digital gar nicht mehr funktionieren darf. Weil dass irgendjemand einen Blueprint aus der Schublade zieht und sagt, so funktioniert es bei dir, das ist jetzt extrem stark vereinfacht, ist eigentlich für jemanden, der sich mit Digital und mit auch mit dem, was wir im Working Out Loud und so weiter machen, ist eigentlich klar, das kann nicht die Lösung sein. So, und genau diese Ambivalenz zwischen den einen, die quasi ganz gerne da unten drunter stehen hat, approved by, und den anderen, die sagen, wenn das drunter steht, weiß ich, dass es nichts ist. Das ist so ein bisschen so eine Schwierigkeit im Moment, da den richtigen Ansatz zu finden. Wir versuchen im Moment fast, ehrlich gesagt, beides, dass wir wirklich auf der einen Seite je nach Zielgruppe ein gewisses Vertrauen schaffen, aber eben nicht nur über solche Consultants, sondern eben auf der anderen Seite auch über, ich sage jetzt mal, über den disruptiveren Markt, also die Leute, die wirklich auch schon Erfolg haben mit dem, was sie da tun, mit dem und dann mit ganz konkreten Beispielen kommen. Und auf der anderen Seite eben, dass wir über Erfahrungsberichte sprechen, also nicht nur rein 30% so und so sind da besser oder sind zu holen, sondern ganz konkret erlebbare, nachvollziehbare Beispiele bringen, was es denn wirklich bringt. Und da gehen dann schon die Türen auf. Im Moment ist es aber noch die Frage, muss ich das wirklich mit jedem Einzelnen machen, in Form von rausfinden, welcher von den beiden ist er und dann die richtige Positionierung oder Portionierung zu machen. Aber es war extrem spannend, jetzt da die 2 Wochen genau da jetzt mal noch so tiefer reinzusteigen und sagen, okay, wo sind die denn unterwegs? Neben dem, und das muss man vielleicht in Klammern setzen, auch größten Problem, schlicht und ergreifend Ressourcen. Also viele haben sich gezeigt, das sind eigentlich sehr neugierig und sagen, ja, würde ich alles gern machen, ich weiß nur nicht wann. Mhm. So, und das glaube ich, ist das allgemeine Problem, auch bei dem ganzen, bei den ganzen disruptiven Themen, dass alles, was ich in die Zukunft investieren muss, wo ich nicht sofort ein ROI spüre, also ein Return of Investment, ich stecke so viel rein, kriege nachher so und so viel raus, ist es schwierig, heute Leute zu gewinnen, weil wir alle so kurzsichtig und kurzfristig planen und arbeiten, dass da eigentlich eher grundsätzlich mal was in Frage gestellt werden müsste. Mhm. Ja, schönen Dank. Antje, bist du wieder in der Lage zu sprechen? Ich habe ja immer noch rote Balken, keine Ahnung, woher das kommt. Hört ihr mich? Aber im Moment hören wir dich, du könntest sprechen. Okay, leider, wo ihr sprecht. Worüber habt ihr gesprochen? Ach so, Antje, ja, wir sind so beim Rückblick, was ist passiert in den letzten 2 Wochen? Okay, ja gut, ich war ja eine Woche in Südfrankreich bei 35 Grad, bin hier wieder bei 14 Grad in Aachen gelandet. Das war der Schock schlechthin. Ansonsten dachte ich, dass ich mich da erhole, da war aber dann plötzlich, ich glaube immer, dass man, wenn man loslässt, kommt plötzlich ganz viel. Und ansonsten habe ich so ein bisschen das, was Verknüpfen betraf, habe mich mit so beschäftigt, worin übrigens der Winfried ja jetzt auch ganz aktiv geworden ist. Eigentlich hat er viele Hausaufgaben gemacht. Okay, ich habe zwar nicht alles verstanden, was du jetzt gesagt hast, irgendwie haben wir doch noch eine schlechte Verbindung, aber ich habe rausgehört, loslassen hat dir geholfen und du hast ein paar weitere Ideen gehabt. Ja, bei mir hat sich in der Zwischenzeit was ganz anderes ergeben. Ich habe ein echtes großes Problem in der Zeit bekommen und werde jetzt mein Ziel mit den 200 Corporate Learning Professionals, die ins Netz sollen, auf den Herbst verschieben. Ist, glaube ich, sowieso jetzt im Sommer besser, denn ich muss jetzt ein anderes großes Problem lösen, wo Working Out Loud auch genau die richtige Methode ist. Dummerweise kann ich es nicht veröffentlichen, weil da hängt so ein bisschen was dran, was ich noch nicht so richtig erzählen kann. Insofern, ja, da bin ich jetzt ganz, ganz hoffnungsvoll, dass das auch in den nächsten Wochen was hilft. Und wir haben jetzt ja verabredet, dass wir in dem August uns nicht treffen, sondern das nächste Mal, glaube ich, treffen wir uns am 11.9. Und bis dahin müsste es ganz gut laufen, sodass ich da vielleicht ein bisschen mehr berichten kann. Ja, und ansonsten, ich
Persönlich bin ganz happy. Ich habe mir in der letzten Woche ein Liegerad gekauft und übe jetzt jeden Tag so mindestens eine Stunde mal damit ordentlich zu fahren und merke von Tag zu Tag mehr, was für ein schönes Dahingleiten es ist, wenn man so ganz ruhig fast liegend auf der Straße sitzt. Ja, jetzt sind wir bei der zweiten Übung. Und dieses überschrieben mit deine Top 10, wenn du dich unsicher oder unwohl dabei fühlst, deine eigenen Gedanken zu veröffentlichen, wird dir diese Übung helfen. So fängt es an. Und John Stepper empfiehlt, dass wir hier unsere Top 10 Ressourcen mal aufschreiben. Und bittet uns dafür, uns auch ein bisschen Zeit zu nehmen und das möglicherweise auch mit Internetunterstützung nochmal zu machen, sodass wir die 10 Top-Ressourcen da zusammenkriegen. Vielleicht kannst du in der Zeit ein klein bisschen wieder erzählen, Harald. Wir arbeiten in der Zwischenzeit. Alles klar. Also mit Ressourcen ist natürlich in dem Fall jetzt gemeint, woher bekomme ich denn Informationen, wo kann ich mir denn das Wissen holen, wo finde ich auch entsprechend Leute, entweder über Verknüpfungen oder dass sie über die berichtet wird im Netz oder natürlich auch, ich denke, das geht auch in der Offline-Welt. Jetzt gerade können wir es natürlich hauptsächlich im Internet machen. Ich würde jetzt da relativ wenig drauf eingehen, was damit wohl gemeint ist, weil das ist eine reine Interpretation von meiner Seite. Aber der Auftrag ist relativ klar, 10 solche Ressourcen im Netz zu holen. Und da würde ich einfach mal kurz schauen, was gibt es denn überhaupt für Ressourcen im Internet? Also das klingt zwar jetzt vielleicht total banal für manche. Ich merke aber ganz oft, dass wenn mich sowas Banales dann anspreche, dass dann doch das eine oder andere draufkommt, was man eben noch nicht gewusst hat. Also wenn man einfach die Google-Suche verwendet, sage ich jetzt mal, was wahrscheinlich die meisten tun würden, man gibt also den Suchbegriff ein, den man finden will oder zu dem man was finden will und kriegt dann eine Trefferliste. Das ist erstmal natürlich ein legitimer Ansatz. In der Regel mit einem Suchbegriff komme ich nicht so wirklich weiter konkret. Müsste mir also vielleicht überlegen, wie kann ich denn mein Suchergebnis schon mal ein bisschen verbessern, indem ich zum Beispiel Worte kombiniere, Dinge ein- oder ausschließe. Da gibt es auf der Google-Seite auch eine wunderschöne Seite, wo man das nämlich lernt, dass dieses Google-Eingabefeld eben nicht nur reines Plaintext ein Wortfeld ist, sondern ich kann da richtig schöne Dinge reinschreiben. Also ich könnte da auch das Ding als Taschenrechner verwenden, als Übersetzungsprogramm und so weiter. Dieses Google-Eingabefeld ist also durchaus, ich will es nicht intelligent nennen, aber zumindest sehr hilfreich, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Also vielleicht da gleich mal als ersten Schritt mal lernen, wie man dieses Google-Eingabefeld denn viel, viel effizienter bedienen kann, als einfach nur ein Wort eingeben und auf Suchen klicken. Das nächste wäre dann, wenn ich mir bei den Ressourcen überlege, wo oder was genau möchte ich denn finden? Google hat ja seine eigenen Suchalgorithmen und wertet unterschiedliche Dinge unterschiedlich stark. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein spezielles Thema, ich habe das Thema Leadership, da kann ich natürlich jetzt Leadership in Google eingeben, da kriege ich Zillionen Ergebnisse und schwierig was zu finden. Ich kann aber sagen, naja, in welcher Ausprägung möchte ich denn was finden? Zum Beispiel, wenn jemand jobmäßig über das Ganze schreibt, dann würde ich vielleicht nicht Google nutzen, sondern ich würde gleich zu einem Jobportal gehen, also zum Beispiel LinkedIn in dem Fall, und gebe in der LinkedIn-Suche das ein. Oder bei LinkedIn gibt es ein Zeitungsmagazin, das heißt Puls, würde das verwenden und danach suchen. Das Gleiche geht natürlich auch bei Xing, weil da kann ich nämlich schon erwarten, dass ich da eigentlich keine typischen so banale Sachen finde oder so Werbung hauptsächlich, sondern ich kriege dann schon eher was von Business-Leuten, die sich vielleicht austauschen, die ihr Netzwerk aufbauen wollen und hier ihre Kompetenz, ihre Inhalte zur Verfügung stellen und auch quasi Working Out Loud betreiben über Artikel. Das Gleiche kann ich machen, indem ich auf verschiedene Blog-Portale gehe. Also ich kann ja über WordPress oder über Blogger oder über Tumblr oder all diese anderen Services, die es gibt, wenn ich konkret einen mehr anschauen will, natürlich dedizierter und mehr Inhalte finden, als das über Google angezeigt wird, weil die vielleicht bei Google relativ weit unten sind, weil vielleicht die oder derjenige, der Autor ist, das Google PageRank nicht kennt oder weiß nicht, wie man da besser reinkommt, aber über die eigene Plattform, wenn ich da direkt hingehe und dort suche, die haben in der Regel andere Suchalgorithmen und da kann ich auch ganz gut fündig werden. Also das wäre als zweiter Tipp, mal vielleicht dahin gehen, wo ihr vermutet, dass irgendwas Gutes denn zu finden ist. Wenn man nicht weiß, wo was zu finden ist oder wie diese Plattformen heißen, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, zeig mir mal Bloggerdienste.
Also das kann ich wieder über Google suchen, Blogging-Dienste oder sowas, und dann gehe ich in den, öffne diese Seiten, und meistens haben die irgendeine Suchfunktion drin oder ein Register oder einen Inhalt oder Kategorien auch manchmal, und dann kann ich danach suchen. Was auch in meinen Augen oft unterschätzt wird, es gibt ja natürlich immer mehr Firmen, die mit ihrem Wissen natürlich auch nach außen gehen. Das heißt, wir hatten es vorher mit den Consultants. Genauso ist es aber auch mit größeren Firmen. Also wenn ich zum Beispiel zum Thema Change Management was möchte, dann kann ich auch zu den Firmen oder zu den Autoren gehen. Also ob das jetzt ein Kotter ist zum Beispiel, die haben alle Webseiten. Und auf diesen Webseiten sind ganz oft auch deren Inhalte verlinkt. Das heißt, man kann ja heute übers Internet wirklich an die Quelle gehen und die dann wirklich nutzen. Also sei es eine Seite von einem Consultant, von einem Buchautor oder eben entsprechend von Firmen, die damit was zu tun haben. Oft sind diese Sachen dann auch irgendwo anders nochmal zusätzlich verlinkt. Und so als letzte Möglichkeit jetzt wäre vielleicht noch zu erwähnen, es gibt entsprechende File-Services. Einer davon wäre SlideShare zum Beispiel. Also da teilen alle möglichen Menschen, Leute, Organisationen ihre Präsentationen. Simon, wenn du mir kurz helfen kannst, mir fällt der Name jetzt nicht ein von der anderen, nicht PowerPoint, sondern die ein bisschen dynamischere Präsentationsformat. Prezi, genau, danke. Also Prezi. Da kann man auch, also das ist eigentlich auch eher so Creative Commons, und da haben ein großes Verzeichnis von ihren Präsentationen. Da findet man auch oft total gute Inhalte und entsprechend Prezis. Genau, und ansonsten halt die üblichen Kanäle, auch in Twitter, wenn man direkt sucht, auch in anderen Google Plus und so weiter. Wenn ich direkt in den Plattformen suche, kriege ich andere Suchergebnisse, kann nochmal an andere Quellen hin, als das über die reguläre Google-Suche der Fall ist. Also die ist nicht schlecht, aber sie wird natürlich konkreter, wenn ich schon da hingehe, wo ich vermute, dass es sein kann, diese Ressource. Ich würde sagen, das wäre erstmal so 3, 4 Tipps, die dann doch ein bisschen konkreter werden beim Finden helfen. Seid ihr schon soweit? Ja. Die Frage, wie lange rede ich, und damit ich ja auch genügend Zeit habe zum Schreiben. Also ich habe meine 10-mal aufgeschrieben. Moment. Mal hier gerade meinen Notizzettel zur Hand. Also ein paar doppeln sich. Ich habe jetzt zum Beispiel Google auch dabei, also insbesondere mit der Erweiterung FileType Doppelpunkt PDF. Das nutze ich oft. Einfach so mit dem Hintergrund, dass viele Leute, die irgendwie was Substanzielles veröffentlichen, eine Studie, ein White Paper oder so, das immer auch noch als PDF-Version veröffentlichen. Und mit der Einschränkung FileType Doppelpunkt PDF werden sozusagen nur PDFs gesucht. Das gleiche kann man mit Site-Doppelpunkt oder URL-Doppelpunkt auf Webseiten eingrenzen. Also wenn ich weiß, Harald Schirmer hat irgendwann mal was zu dem Guide-Netzwerk veröffentlicht, dann kann ich quasi eine Google-Suche starten und nur in deiner Seite suchen. Und das geht mit jeder Seite, auch wenn sie keine eigene Suchmaschine anbietet. Richtung wissenschaftliche Papiere nutze ich viel Google Scholar. Also Google Scholar versucht von den ganzen Wissenschaftsseiten sozusagen die Abstracts von Papieren herauszukratzen und die quasi da durchsuchbar zu machen. Und was ich sehr viel habe, sind sogenannte Google Custom Search Engines. Das heißt, unter google.com/CSE kann man sich quasi eine eigene Suchmaschine bauen und der eine beliebige Anzahl Seiten geben, die dann durchsucht werden. Also so habe ich zum Beispiel eine DAX-Suchmaschine, die Webseiten aller DAX-Unternehmen durchsucht. Oder eine deutsche Uni-Suchmaschine, die Webseiten aller Hochschulen in Deutschland durchsucht. Oder eine Science Search, die dann auch noch so Fraunhofer, Max-Planck-Institut mit durchsucht. Aber eben nicht das ganze Internet wie Google, sondern eben nur, was weiß ich, diese paar hundert oder paar tausend Seiten. Da bin ich übrigens gerade auch dran. Weiß nicht, ob wir vielleicht diesen Wie heißt sie nochmal? Google Custom Search Engine. Also CSE, Custom Search Engine, googeln. Mhm. Braucht man nur einen Google-Account und dann kann man sich da quasi eigene anlegen. Mhm. Da bin ich auch gerade dabei, zu versuchen, das so ein bisschen zu automatisieren. Also man kann über
Wikidata mittlerweile zum Beispiel immer eine aktuelle Liste der Hochschulen in Deutschland sich geben lassen und da wiederum das Attribut Webseite der Hochschule auslesen. Und dann kriegt man das quasi hin, dass wenn neue Hochschulen gegründet werden oder wenn der DAX sich mal verändert, quasi so eine Google Custom Search Engine auch nachgeführt wird, respektive eben man die nicht mit der Hand aktualisieren muss. Simons, wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf, weil das für mich eines der wichtigen Themen ist, die jetzt bei vielen Suchmaschinen leider nicht so funktioniert, aber bei Google geht's. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Change Management suche, dann gibt es zwei sehr, sehr große Bereiche für Change Management. Die einen sind quasi der Change Management Prozess, wenn ich zum Beispiel von einer IT-Software-Version zur nächsten gehe, das ist ein rein technischer Prozess. Oder Produkt-Change-Management und so weiter. Und das andere ist Organisations-Change, Organisationsentwicklung, da geht es um Menschen. Und wenn ich nur Change-Management eingeben würde, dann kriege ich eben einen Mix aus beiden. Ich kann aber in der Suchmaschine sagen, such mir alles zum Change-Management, aber nicht zum Beispiel IT. Und dann kriege ich eben mit diesem Ausschlussfilter, kriege ich alles angezeigt, was quasi nicht diesem Filterwort entspricht. Und das ist in meinen Augen, ist es eine viel sinnvollere Art und Weise, etwas zu suchen heutzutage bei diesem Überfluss, als es mit mehr Worten quasi einzugrenzen, zu sagen, das will ich, aber das explizit nicht, speziell wenn es etwas gibt, was sehr, sehr nah an dem Begriff dran ist. Ja. Das ist einfach das Minus dann quasi bei einem Suchwort dazu ganz gestellt. Genau. Ne? Ja. Genau. Genau, gut, dann so das Thema Social Search, also Twitter, ganz oft, wenn ich Fragen habe, tue ich das einfach als Fragestellung posten auf Twitter und dann kommen auch schon Antworten. Also so, man fragt nicht eine technische Suchmaschine, sondern Menschen. Auf Slideshare suche ich sehr viel, auf YouTube auch viel mittlerweile, ne, weil so immer mehr Unis oder auch Veranstaltungen dazu übergehen, dass eben so Vorträge, Vorlesungen auf YouTube stehen. Ne? Wenn man dann ein Thema sucht, dann findet man eben ganz oft Leute, die Keynotes oder Vorträge dazu gehalten haben. Und da für mich immer noch wichtig, weil ich halt selten Zeit habe, irgendwie mal eine Stunde oder eineinhalb vorm Rechner zu sitzen und YouTube anzugucken. Auf der einen Seite YouTube.dl als Tool, um sich so Videos runterzuladen und FFmpeg, um da auch Audios draus zu machen. Und dann kann man die entsprechend, so wie du jetzt, Harald, im Auto sitzt, quasi sich die Videos eben auch ganz einfach anhören. Das gleiche gilt für Apple Podcasts, also sowas wie, was weiß ich, New Work zum Beispiel, als es aufgekommen ist, habe ich mal geguckt, da Friedhof Bergmann, ne, war da einer der, oder ist derjenige, der den Begriff geprägt hat, dann ist so ein Ding, einfach in die Podcast-App zu gehen, nach Friedhof Bergmann zu suchen. Dann gibt es in der Regel 1, 2, 3 Podcaster, die sich den mal geschnappt haben, als ein Buch ausgekommen ist und gefragt haben, ne, wie er da Anfang der 80er Jahre ja schon eigentlich darauf gekommen ist, sowas wie New Work sich zu überlegen und was das mit dem Niedergang der amerikanischen Automobilindustrie zu tun hat. Also da hört man dann so die Stories, die man vielleicht, wenn er dann bei Xing irgendwo auf einem Event ist, so auch nicht mehr hört. Simon, wenn du in YouTube suchst, dann geht die Suche auf die Texte, die Veranstalter vergeben haben, aus oder analysiert ihr die Überschrift oder wie kommt man auf die Ergebnisse? Ja, YouTube sucht im Titel des Videos, in der Kurzbeschreibung, in den Tags und in der kompletten Texterkennung des Videos. Also YouTube macht mittlerweile eine volle Transkription der Videos im Hintergrund. Also da wird so ein Speech-to-Text gemacht und das ist vollständig durchsuchbar. Mhm. Weil sonst natürlich bei einem Stundenvideo, ne, wenn einer nicht viel Kurzbeschreibung dazu schreibt, ist 99% des Inhalts nicht durchsuchbar. Und deswegen haben die sehr frühzeitig eben über die Google Speech API daran gearbeitet, dass die Videos eben komplett auch als Text durchsuchbar sind. Ist natürlich, wenn viele Leute mal durcheinander quasseln oder die Tonqualität nicht so gut ist, dann nicht so gut. Aber es ist halt deutlich besser, als wenn man das nicht hätte. Was so in Richtung, ich schaue halt viel in Richtung Forschung und Paper noch. Was da für mich noch drei wichtige Quellen sind, ist auf der einen Seite ResearchGate. Das ist ein ziemlich großes soziales Netzwerk von Wissenschaftlern mit mittlerweile auch deutlich mehr als 1 Million Teilnehmer, wo einfach sehr viele Wissenschaftler, bevor sie ihre Papiere an die Verlage geben, eben vorneweg schon mal publizieren. Das heißt, da hat man viele PDFs im Zugriff. Das gleiche mit Open Access Network Search. Da werden eben ganz viele wissenschaftliche Open Access Paper indiziert. Und, müssen wir jetzt so ein bisschen ausgrauen im Video, Sci-Hub. Sci-Hub ist so ein, ja, je nachdem im Land, in dem man sich befindet, doch vielleicht recht illegaler Dienst.
Also über Sci-Hub kriegt man im Prinzip alle Papiere von allen wissenschaftlichen Zeitungen, egal wo die veröffentlicht sind. Also alles, was MIT Sloan oder Californian Management Review oder Harvard Business Review, braucht man eigentlich nur von der HBR-Seite den Link und muss den in Sci-Hub eingeben und dann kann man sich das Papier runterladen. Ich sage das nur deswegen dazu, weil ihr das natürlich auf keinen Fall nutzen sollt. Okay, ist schon ausgegraut. Genau, das wäre so meine Top 10. Will noch jemand was ergänzen? Also ich glaube, John Stepper meint natürlich mit der Liste der Top 10 ganz konkret Blogs oder Posts, aber ich denke, es macht hier jetzt im Video schon auch Sinn, dass man den Leuten so ein bisschen auch sagen kann, denen die zuschauen, okay, wie findet man denn diese Artikel und diese Bereiche? Okay, sehr schön. Dann ist das nächste die Gruppenübung, die John Stepper überschrieben hat mit die Universität am Esstisch. Vielleicht kannst du uns die kurz vorlesen, Harald, oder noch ergänzen. Ja, kann ich machen. Also übrigens, eins haben wir noch vergessen. Also das ist zumindest meine Hauptquelle für diese ganzen Ressourcen. Je mehr man mit den relevanten Leuten für sein Thema vernetzt ist, umso eher muss man nicht mehr danach suchen, sondern dann kriegt man die quasi ständig frei ausgeliefert. Also das ist, ich finde, dass ich inzwischen relativ wenig suchen muss. Ich kriege quasi alles, was irgendwie irgendjemand mal geschrieben hat und eine Relevanz für meine Themen hat, kriege ich quasi im täglichen Newsfeed einfach geliefert. Also von daher danke an mein Netzwerk, ich brauche fast nicht mehr suchen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Mir fällt auch gerade noch ein, ich packe mal gerade in den Chat einen Link. Ich habe irgendwann mal in einem Blog meine Top 20 Links zu Wissensmanagement zusammen kuratiert. Das ist jetzt schon 11 Jahre alt. Wahrscheinlich geht die Hälfte davon nicht mehr. Aber das hatte damals, als ich es veröffentlicht habe, relativ schnell nach 2, 3, 4 Monaten irgendwie 17.000, 18.000 Abrufe. Wo man so merkt, dass diese 10 Dinge, die du schon immer über X wissen wolltest, dass das durchaus viele Leute interessiert. Und ich würde jetzt die Übung mal zum Anlass nehmen, einfach mal diese Top 10 Ressourcen nochmal, also zu hinterfragen, was die heute wären und die einfach nochmal als Blog zu veröffentlichen. Ja, ich erlebe das auch so mit den paar wenigen Beiträgen, die ich jetzt auf LinkedIn zum Beispiel gepostet habe über die letzten Beteiligungskampagne, was ich da jetzt Leute kennengelernt habe, super interessante Menschen, die mir unglaublich viel jetzt schon geholfen haben. Also einerseits Menschen, andererseits haben die da Links reingepackt, was man denn auch anschauen könnte, wo es auch schon funktioniert hat. Also einfach dieses Sharing fängt mit Geben an. Wenn ich da was reinstelle, dann kommt halt auch ganz, ganz viel Wertvolles zurück. Ja. Okay, also ich lese jetzt einfach mal in den Circle Guides diesen Teil davon vor. Es gibt ja nochmal so die ganze Geschichte, über die John Stepper in diesem Circle Guide spricht. Die gibt es als Link, die kann man sich auch in dem Circle Guide 9 runterladen. Aber er hat da so einen kurzen Ausschnitt reingepackt, den würde ich jetzt einfach kurz schnell vorlesen. Leos Vater wurde schon früh von der Schule genommen, um in einer Fabrik zu arbeiten. Er schwor sich, dass seinen Kindern niemals die Ausbildung versagt bleiben würde. Papa war der festen Überzeugung, dass es die größte Sünde sei, abends noch genauso unwissend ins Bett zu gehen, wie man morgens aufgewacht war. Um sicherzugehen, dass keines seiner Kinder in die Falle der Selbstzufriedenheit tappte, bestand Papa darauf, dass wir jeden Tag mindestens eine neue Sache lernten. Und das Abendessen schien ihm genau der richtige Ort zu sein, um miteinander zu teilen, was wir an diesem Tag gelernt hatten. Natürlich dachten wir Kinder, dass er verrückt sei. Keine Antwort zu haben, war nicht möglich. Also strengten sich alle Kinder vor dem Essen an, um wenigstens irgendetwas zu finden, das sie anbieten könnten. Wenn es an der Reihe war, wurde der Beitrag jedes Kindes sorgfältig geprüft und bedacht, ganz gleichgültig, wie banal er auch sein mochte. Ohne zu merken, wuchs unsere Familie dadurch zusammen, dass wir unsere Erfahrungen miteinander teilten und am Lernprozess der anderen teilnahmen. Und indem unser Vater uns ansah, uns zuhörte, unseren Beitrag respektierte, unseren Wert bestätigte und uns Würde verlieh, war Papa ohne Zweifel unser einflussreichster Lehrer. Wir haben nur eine begrenzte Zahl zu leben, sagt er. Aber wie viel wir lernen, ist nicht beschränkt. Wir sind, was wir lernen.
Papas Methode hat mit meinem ganzen Leben lang gute Dienste erwiesen. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dieser Geschichte daraus. Und da sollen wir jetzt im Endeffekt überlegen, was wir daraus gelernt haben, dass wir uns jetzt schon die ganze Zeit austauschen. Ja, und wir sollen es jetzt aufschreiben, sodass wir wieder ein bisschen Zeit brauchen, unsere eigenen Learnings hier zu beschreiben. Genau. Also man kann die ganze Geschichte, wie gesagt, auch auf der Seite nachlesen. Es ist im Buch auch abgedruckt. Also unter workingoutloud.com kann man das Ganze das Buch bestellen. Also bei Amazon zum Beispiel. Die Circle Guides in Deutsch und Englisch sind verfügbar. Da kann man das nochmal nachlesen. Was mir auffällt mit den Circles, die ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass diese Geschichte, die ja so fast so ein bisschen sowas Metaphernhaftes hat, aber halt extrem konkret dran ist, ist, dass wirklich die Verbindung der Leute über den Austausch des eigenen Denkprozesses sozusagen wirklich die Leute sehr, sehr nah zueinander bringt, weil man plötzlich merkt, hey, die Person kenne ich vorher gar nicht. Ich bin ja öfter auch in virtuellen Circles, also wo ich teilweise die Leute noch nie physikalisch getroffen habe. Aber wenn man merkt, hey, was hat der für Ziele oder diejenige für Ziele und wie geht der oder diejenige an diese Ziele ran? Das ist für mich so ein bisschen so, wie wenn man Denkprozesse synchronisiert. Und man stellt dann fest, dass wir gar nicht so verschieden sind an vielen Stellen und lernt aber trotzdem bei jedem Schritt sehr, sehr viel dazu, weil der eine ist eher analytisch unterwegs, sehr strukturiert, der andere geht eher so ein bisschen chaotisch vor und stolpert über Dinge. Der eine macht wirklich mit einer sauberen Zieldefinition startet der andere sagt, ich laufe mal los und schau mal, was so kommt, aber versuche eine Großrichtung beizubehalten, wie wir es in den anderen Circles ja auch schon definiert haben. Und das Erleben, dass all diese Wege auch zum Ziel führen, ist erstens für mich eines der Learnings, wo man sagt, okay, es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, die aus der ersten Perspektive ja vielleicht nicht sehr zielführend klingen, aber nee, auch die führen teilweise auch effizienter als der eigene zum Ziel. Und das andere ist, dass man wirklich über diese Begleitung, diese Transparenz im Denken oder der Transparenz in seinem Arbeitsprozess, dass man da, also ich würde wirklich so weit gehen, dass man da Freunde finden kann, trotzdem, dass man sich vielleicht nur 12-mal eine Stunde lang trifft. Weil es eine persönliche Beziehung irgendwo ist, das haben wir bei den ganzen Circles in der Regel schon nach dem zweiten oder dritten Mal gemerkt, dass man durch diese Offenheit, durch die normalerweise geschützte Atmosphäre, nicht wie hier jetzt im Video, sondern eben normalerweise in einem geschützten Raum, sich auch über Dinge reden traut, weil es alle tun und weil es keine Hierarchien im Circle gibt und keine anderen, ich sage jetzt mal, psychischen Blocker, würde ich mal sagen, dass man sich hier einfach sehr stark näher kommt und das eigentlich auch sehr nachhaltig ist. Also ich würde mal sagen, so mit den meisten Leuten, mit denen ich mal im Circle war oder sowas, da kann man jederzeit wieder anrufen, auch wenn man die nie irgendwo gesehen hat oder mit denen mal wieder was machen. Also diese persönliche Bindung, die da entsteht, plus dieses ständige Lernen, dieses hab so ein Gehirntraining mit dabei, empfinde ich persönlich als extrem, extrem wertvoll. Und das ist vielleicht noch als letzter Satz in Form von der Situation, in der wir ganz oft sind, jetzt beim Thema Leadership Engagement oder in den Firmen oder in der digitalen Transformation. Ich glaube, wieder ins Lernen zu kommen, egal in welchem Alter man ist, ist ein unglaublich wichtiger Prozess. Und wenn man sowas ein bisschen langfristiger vielleicht mal anschaut, wenn man sich jeden Tag nur 5 Minuten für eine Internetrecherche nimmt oder 10 Minuten oder sowas und sagt, 10 Minuten möchte ich am Tag was lernen. Das kann einmal ein TED-Talk sein, das kann einmal ein Artikel sein, das kann einmal irgendwie ein Podcast sein oder sowas. Wenn man diese 10 Minuten pro Tag, wie aus unserem Arbeitstag, mal hochrechnet, wie viel das pro Jahr ist, was da an Wissen zusammenkommt, das ist schon eine ziemlich substanzielle Menge an Zuwachs, die man da jedes Jahr haben kann. Und es sind eben nur kleine Einheiten, die man da jeden Tag aber dann als Routine quasi in seinen Tagesablauf einbauen sollte. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja. Jetzt habe ich gehört, ich nehme euch endlich mal nicht abgehackt. Das ist ja furchtbar. Wir hören nicht auf flüssig. Ja, also ich weiß nicht, was los war. Ich habe meinen Rechner einmal runtergefahren und wieder hoch.
Also ich finde ja auch dieses Lernen, also gerade dieses informelle Lernen, auch was uns nicht bewusst ist, dass wir, wenn man alleine sich darüber Gedanken macht, was da so täglich passiert, was man ja auch zum Beispiel, indem man mal sich 5 Minuten hinsetzt und überlegt, was war heute eigentlich, führt ja dazu, dass ich mich selber weiterentwickle, dass ich ein höheres Selbstwertgefühl habe und eben mich empower sozusagen. Ja, das ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was du vorher noch erzählt hast oder was ihr euch da noch erzählt habt. Nee, passt schon. Übrigens, Antje, gerade weil du gerade redest, es gibt so manchmal so Kleinigkeiten und ich habe mir deine Webseite angesehen und da steht ein Satz drauf, der heißt, tun Sie das gerne, zeigt sich das auch im Wollen. Dieser Satz lässt mich nicht mehr los. Irgendwie diese Idee, dass jemand etwas will, hat damit zu tun, dass er es gerne tut. Diese Verknüpfung fehlte mir bisher. Also insofern danke. Das sind so Learnings, die ganz viel auslösen. Obwohl sie scheinbar nur so einen Satz betreffen. Ne? Ah, das freut mich sehr, Karl-Heinz, weil das ist nämlich genau, das ist ja mein Credo. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Guckt mal das, was ihr wirklich gerne tut. Und der Witz ist ja, dass wir das, was wir früher schon gerne getan haben, auch heute gerne tun. Also ich war schon immer gerne Bestimmer, schon im Kindergarten. Also so irgendwie. Mhm. Und tief im Inneren mache ich das natürlich heute noch am liebsten. Irgendwie vor den Leuten stehen und sagen, so, zack, aufschreiben, jetzt ist Ruhe und so weiter. Und es geht uns manchmal verloren. Ja. Ja. Ich versuche jetzt sogar mal hier noch die Kamera anzumachen. Mal sehen, ob das jetzt... Oh nein, dann brennt wieder alles ab. Da weiß ich ja, da muss ich wieder einfach runterfahren. Dann geht's. So. Ja, also vielleicht noch ein kleiner Praxistipp zu dieser Übung. Also wir reden ja jetzt von Working Out Loud und von den Circles, also von 12 Wochen das zusammen zu machen. Also ich habe das irgendwann vor einigen Jahren schon bei Meetings eingeführt, wenn wir Workshops oder Meetings hatten, die dann manchmal ja auch ein bisschen kritisch sind und die Leute dann gar nicht so glücklich sind, weil halt viele Dinge vielleicht mal schiefgelaufen sind. Man kann mit dieser Methode, dass man am Ende des Meetings oder manchmal sogar am Anfang, je nachdem, was für eine Stimmung ist, die Leute dazu auffordert zu sagen, so, und jetzt fangen wir den Termin an oder wir beenden den Termin mal mit etwas, was uns so richtig gut gefallen hat, entweder an der Arbeit oder an dem Thema. So, und dann ist im ersten Moment, das war doch jetzt nicht so toll und gesagt, egal. Und wenn es das Banalste der Welt ist und wenn es einfach war, es gab gute Cookies oder es war einfach das, was der gesagt hat, hat mich gefreut. Aber einfach die Leute aus ihrem, ich sage jetzt mal, Denkkanal rauszubringen, ich muss jetzt hier thematisch unbedingt da mein Ding machen, zu sagen, so, und jetzt lehn dich mal zurück und sag mal, gib mal entweder mir Feedback als entweder der Meeting-Moderator oder gib der Gruppe oder dem Thema ein Feedback, was hat dir richtig gut gefallen? Und dann geht da die Runde rum und ich habe das jetzt mehrfach erlebt, dass in einem Kontext, wo wirklich richtig Spannung war, und am Anfang die Leute mich ausgelacht haben, so ungefähr, gesagt, ja, jetzt kommt der Schirmer wieder mit seiner Idee. Und dann habe ich gesagt, das ist doch völlig egal, das ist doch mein Problem. Ich möchte jetzt, dass jeder einen positiven Satz sagt. Und es dauert 3 Leute und nach dem vierten, der einen positiven Satz versucht zu sagen, stellst du fest, dass die Stimmung umschlägt. Mhm. Und am Schluss sagen sie alle, boah, danke, das haben wir echt jetzt mal wieder gebraucht. Also das ist nicht irgendwas, was man lang anbahnen muss oder was riesengroß ist. Das kann man sogar wirklich in einer negativen Stimmung verwenden. Reflektiert doch mal das Positive. Schaut doch mal an, was euch gefallen hat. Und lass uns darüber mal reden und vielleicht sogar, wie wir davon mehr kriegen das nächste Mal. Harald, das Schöne ist, ich bin ja im zweiten Aufguss verheiratet und ich habe ja schon mal Paartherapie gemacht und da geht das ja auch so. Also in dem Fall hat es nicht so viel genützt. Also, aber immerhin haben wir uns friedlich getrennt. Also das ist ja schon mal was. Aber du hast recht, das hebt die Stimmung. Ja, aber es ist, glaube ich, gerade in Deutschland wichtig, also auf das Positive hinzuweisen oder anzuregen, darüber nachzudenken. Wenn du am Ende nur fragst, will doch jemand einen Kommentar abgeben, dann fängt der Erste an mit irgendeiner Kritik, dann schließt sich der Zweite, Dritte, Vierte an und dann sind sie alle bei diesem negativen Punkt. Ja. Dabei war die gesamte Besprechung eigentlich gar nicht schlecht, aber man hat hinterher den Eindruck. Deshalb ist es wirklich wichtig, nach den positiven Dingen zu fragen. Und es kommt immer was Positives, kann ich nur bestätigen. Mache ich auch so. Ja. Gibt es weitere Learnings, die ihr noch beitragen wollt? Ich finde, was ich interessant finde, ist, mich hat im Studium jemand auf die Methode der Mastermind-Gruppe gebracht.
benutzt. Und das war was, als ich das erste Mal von Working Out Loud gehört habe, wo ich irgendwie sofort gesagt habe, da gibt es einen hohen Überlapp. Ich habe gerade mal parallel rausgesucht. Die Definition, die heißt, eine Mastermind-Gruppe ist ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Alle Teilnehmer wachsen dabei über sich hinaus, indem sie sich gegenseitig herausfordern, Ideen brainstormen und einander helfen. Und das Witzige ist, Mastermind-Gruppen kommen aus einem Buch von dem Napoleon Hill. Think and Grow Rich heißt das. Ja, und das ist 1937 veröffentlicht. Ja. Das so, und das ist eigentlich das, was ich in den WOL-Cycling erlebe, ich eigentlich das Gleiche wie in Mastermind-Gruppen, wo ich bin, dass du dieses einfach Gleichgesinnte, die sich regelmäßig über ihre Ziele austauschen, das pusht schon mal total. Und das, was für mich eigentlich in Working Out Loud so das Add-on war, war halt dieses Out Loud, also dieses Open Sourcen, dieses ganz bewusst drüber nachdenken, was sind denn Assets, die ich habe, die ich freigeben kann, die ich mit anderen teilen kann, dass man quasi über diesen Mastermind-Gruppencharakter eines WOL-Circles hinaus quasi noch über Internet-Skalierung erreicht. Und so gesehen sehe ich das jetzt gar nicht so als so eine disruptive Innovation, sondern einfach als so eine konsequente Fortsetzung von so einem Gedankengut, was lange schon da ist, was das Internet, ja, und vielleicht auch durch so ein paar rohe Sitten, die es da gibt im Internet, wo vielleicht der eine oder auch schon andere schon mal eins aufs Dach gekriegt hat, wenn er in die Wikipedia was schreibt, so also wieder diese Gegenbewegung, Menschlichkeit, guter Umgang miteinander, was ja eigentlich erstmal nur gute Kinderstube sein sollte, eben versucht auch ins Digitale wieder reinzubringen. Aber das, was du sagst, das ist also, Simon, der Hill zum Beispiel, der hat, wenn du das Buch liest, was manchmal so ein bisschen schräg ist, aber wenn du das jetzt vergleichst, der hat damals Dinge beschrieben, die Neurowissenschaften heute uns beweisen. Also letztlich das Wertschätzung, Begeisterung und so weiter. Das ist unglaublich. Das ist ja genauso, wie eben jetzt sicherlich Carnegie es damals gemacht hat oder Bowles, an dem ich mich eben orientiere. Die kommen alle aus dieser Richtung und die haben einfach nur die Welt beobachtet. Ja. Also wir haben ja einfach nur geguckt, was ist erfolgreich. Und die Menschen, die eben, da komme ich wieder zu dem Karl-Heinz, die das, was sie wirklich gerne tun, in ihrem Interessensgebiet tun, die sind auch meistens, also oder die haben zumindest alle die erfolgreich und persönlich erfolgreich und beruflich erfolgreich sind, die teilen diese Gemeinsamkeit. Und das haben die einfach nur zu einer Regel formiert. Und das ist ja das auch, was du jetzt mit den Mastermind-Gruppen gemeint hast. Das gibt's ja auch mit Barbara Scheer, die Erfolgsteams. Das ist ja auch aus den USA jemand, also die auch eben in diese Richtung geht. Also ich glaube, es kommt alles aus der gleichen Richtung und es ist ja schön, dass sich das durchsetzt. Mehr und mehr. Mhm. Ich habe in der letzten Woche einen Tweet gelesen, den ich gleich so gut fand und ihn weitergeleitet hatte. Da hatte irgendjemand beschrieben, wer aufs Problem schaut, der löst dieses Problem nicht, sondern Lösungen gehen ganz anders so ungefähr. Und das hat mich erinnert, dass da, glaube ich, ganz viel dran ist. Es ist auch so ein Learning. Ich habe mal so eine systemische Ausbildung gemacht und bin total fasziniert gewesen, dass sie dass Therapeuten davon ausgehen, sie brauchen das Problem eigentlich überhaupt nicht zu kennen. Wenn der Klient darüber redet, ist okay, aber sie nutzen die Gelegenheit, wenn der mal Luft holt oder mal aufnahmefähig ist, zu fragen, und was wäre denn, wenn das Problem sofort vorbei ist? Und die wissen dann sofort, was zu sagen. So, und ich war damals bei Siemens in einem Bereich, wo es um große Projekte ging. Und mir fiel so auf, es wurden damals Non-Conformance-Manager eingesetzt. Und damit wurde so richtig deutlich, die schauen aufs Problem. Also jeder Projektleiter musste sich verantworten, wenn er monatlich irgendwelche Abweichungen vom Plan hatte, egal ob die positiv oder negativ waren. So, und damit hat überhaupt keiner Lust, sich damit zu beschäftigen. Und man setzt zusätzlich noch den Non-Conformance-Manager ein und verbraucht Ressourcen, ohne irgendeinen Schritt weitergekommen zu sein. Denn wenn man hinterher weiß, warum, ist das Projekt ja trotzdem noch nicht weitergekommen. Ne? Und da ist mir so richtig klar geworden, dass wir so was verinnerlicht haben,
dieses aufs Problem gucken, ist selbst in Organisationen ganz üblich. Und ich glaube, wir sollten eher sagen, okay, manchmal muss man hingucken, wenn es um Sicherheitsfragen geht, aber ansonsten wäre es viel besser, die ganze Energie zu verwenden, zu fragen, was machen wir denn als nächsten Schritt, um nach vorne zu schauen und nicht nach hinten. Ne? Ja, ich war mal in einer Organisation, die haben, wenn man so Betriebssportgruppen, und die sehr am meisten gepusht haben, war Aikido. Und wir haben mich mal gewundert, der das getrieben hat, war der Leiter des Qualitätsmanagements, witzigerweise. Totaler Aikido-Fan. Und den hatte ich mal gefragt, warum er das macht. Und er hat gesagt, für ihn ist das so eine Metapher für das Arbeiten heutzutage. Er hat es immer verglichen mit Boxen im Vergleich zu Aikido. Beim Boxen versuchst du ja quasi genau durch die Deckung des Gegners zu brechen, also so das Problem zu brechen. Aikido versucht eigentlich immer mit dem Schwung, mit der Energie, die da ist, zu arbeiten und diese Energie in was anderes umzusetzen. Also eher so ressourcenorientiert statt problemorientiert oder defizitorientiert vorzugehen. Und das fand ich total cool, dass die halt so auf der einen Seite in Richtung Sport, Gesundheitsmanagement was gemacht haben, aber das halt auch in Zusammenarbeitsphilosophie übertragen haben. Karl-Heinz, du hast ja das letzte Mal auch den Spruch, den ich gesagt habe, dass die Gedanken der Auftrag an den Körper sind. Das ist ja im Endeffekt das. Also letztlich, das Hirn strebt nach Kohärenz. Und wenn ich mich negativ programmiere, und das hat jetzt nichts hier mit positiv immer nur denken und alles wird gut oder so, sondern es ist einfach normal. Und wenn ich eben diese positiven Gedanken in einer gewissen Weise habe, dann strebt eben das Hirn auch dahin. Und das ist total wichtig. Und ich finde immer, wenn wir diese Diskussion dann haben, dann fällt mir eben mal ein, warum Harald und ich ja so zusammengekommen sind, weil ich ja festgestellt habe, dass Harald ganz viele Sachen erzählt hat, die was mit guten Beratungsgrundsätzen zu tun haben. Und ich finde, dass wir deshalb Führungskräften eine zumindest Mini-Mini-Coaching-Ausbildung, auch wenn ich das Wort hasse, zuteil werden lassen, damit sie eben einfach besser als Begleiter, Prozessbegleiter auch für Mitarbeiter da sind. Okay, Harald, du musst dich verabschieden, hast du vorher schon angekündigt. Sehr, ja, ich sitze hier nicht im Auto, weil ich mich zu Hause rausgeschmissen worden bin oder so, weißt du schon. Nee, ich bin unterwegs und bin jetzt bloß rausgefahren, dass ich diesmal nicht wieder nur Ton und nur irgendwie von der Straße und verkehrslich unsicher und so. Aber jetzt muss ich leider um 20 Uhr wo sein, drum ja, vielen Dank. Und okay, danke wieder für deine schönen Erläuterungen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Gute tschüss. Fahrt. Ja, nee. Tschüss. Bis zum 11. Tschüss. Bis zum 11. Ja, genau. Ist ja lang hin. Ciao. Ja. Ja, okay. Wir sind dann ja auch ziemlich am Ende. Wir müssten jetzt noch über die nächste Woche, heißt es hier, sprechen, aber wir machen jetzt eine Pause. Wir haben uns ja einigt, wegen der Urlaubszeit sind wir ja auch alle kaum erreichbar und natürlich hört uns da auch kaum jemand zu. Deshalb treffen wir uns für den 10. WOL-Zirkel am 11.09.2017. Man findet alles wieder auf unserer Corporate Learning 2025 Startseite. Ganz unten sind die Termine für den Working Out Loud Zirkel drauf. Wir setzen auch noch die neuen Links ein. Dadurch, dass wir jetzt zwei ausgefallen sind, verschiebt sich ja einiges und deshalb steht es da alles auf der Seite. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht, die Idee eventuell, wir laufen ja quasi genau auf Corporate Learning Camp zu, dort als Session so einen Erfahrungsbericht zu machen, WOL zu erklären. Sehr gut. Was denkst du dazu? Ja, ich finde es ideal. Wir sind ja ganz kurz vorher mit dem 12. Zirkel fertig und damit ist ja eigentlich die Zirkel sind ja die Ausbildung, um WOL hinterher machen zu können, sind auch unsere Erfahrungen da mit dieser Ausbildung und wäre ganz gut, wenn wir das als Session machen. Also ich würde mitmachen. Simon, du wirst sicherlich auch mitmachen. Vielleicht die Windel in Harald noch, dass er noch kommt. Und Antje, du bist natürlich auch herzlich eingeladen zum Corporate Learning Camp am 28. und 29. September in Frankfurt. Das ist so der große Event für die Corporate Learning Professionals. Und Working Out Loud gehört ganz selbstverständlich dazu. Da kannst du vielleicht für dein Ziel gleich noch ein paar Leute dann gewinnen. Ja, genau. Okay. Seid ihr am 18. alle
Oder machen wir jetzt Schluss erstmal? Und also der, mit der Agenda sind wir, glaube ich, durch. Was ja, am 18. Ihr, noch sind, am 18. September seid ihr dann eigentlich dann in Köln alle? Sind wir da jetzt alle? Das weiß ich noch nicht. Also der Winfried hat ja vorgeschlagen, dass wir unseren Zirkel, der am 18.09. jetzt stattfindet, auf seiner Veranstaltung machen. Da müssen wir noch planen, wie das sinnvollerweise ist. Also ich habe bisher nicht vor, nach Köln zu fahren, aber wir reden mit ihm nochmal, wie wir das machen. Wir können es ja auch von da aus online machen. Wir können ihn online zuschalten oder möglicherweise ist einer von uns auch da, sodass wir teils online und präsent dort sind. Aber das klären wir mit ihm noch. Aber 18.09. ist der Termin danach und der 25.09. wäre der Termin des 12. Zirkels dann. Mhm. Okay. Dann euch wieder schönen Dank fürs Mitmachen und danke fürs Moderieren. Unseren Gästen auch einen schönen Abend noch. Ja, und schönen Sommer. Ah ja, genau.